herzlich willkommen hier mal wieder bei Voll Total. Ganz klar, hier sehen Sie natürlich auch heute nur die besten Ausschnitte aus deutschen Talkshows. Kopf oder Bauch, rechts oder links oder einfach mal eine Münze werfen. Ach, ich schlafe noch mal drüber, frag Mutti oder vertag die Entscheidung. Ja, oder ich hole mir vorher hier noch mal ein paar Tipps und Tricks bei Deutschlands erregendsten Entscheidungen. Ich stehe vor der Entscheidung meines Lebens. Eben mitgekriegt, ja? Hier das Publikum entscheidet sofort, was vielleicht auch aus deinem Leben wird. Alles klar. Marcel, vor welcher Entscheidung stehst du, wenn du sagst, es ist die Entscheidung deines Lebens? Erzähl mal. Also ich stehe vor der Entscheidung, ich bin jetzt momentan noch in der Lehre. Was für eine Lehre machst du? Kfz-Mechaniker. Ja. Und ich mache noch Musik. Und ich habe einen Plattenvertrag bei der Sony. Mhm. Und jetzt läuft es ziemlich gut mit der Musik in dem ersten Monat. Und jetzt ist es schwer zu vereinbaren mit den Zeiten zwischen der Musik und der Lehre. Inwiefern? Ja, dass sie denken, wenn ich zu viel Fehlzeiten habe, dass ich dann durch die Prüfung nicht, in der Prüfung werde ich dann nicht zugelassen. Also dann weißt du nicht, wo die Zündkerzen sind, weil in der Zeit... Nee, das weiß ich schon doch, ja. Wo sind die denn am Unterblock. Danke. Was singst du denn? Was für eine Richtung geht das denn? Das ist Schlagerpop. Schlagerpop. Hier im Publikum, wer sagt, Marcel, soll die Lehre weitermachen? Die Lehre weitermachen. Ja, für die Lehre ist grün. Weil ich habe das jetzt falsch erzählt. Also, Lehre ist grün. Zündkerzen, Reifenwechsel, Ölwechsel. So, das ist aber, ist das die Mehrheit? Wer ist für die Karriere als Schlagersänger? Das heißt dann grün, ne? Schlagersänger ist rot. Rot. Hm? Naja, okay. Ist egal, jetzt ich habe das falsch erzählt. Auf jeden Fall ist rot Schlagersänger. Das ist okay. So, jetzt kommt eine Knobelaufgabe mit hohem Schwierigkeitsgrad. Was ist der Unterschied zwischen Schokolade und unserer lieben kleinen Sendung Voll Total hier? Na? Beides macht glücklich, aber Voll Total macht nicht dick. Mein Traummann hat mich verlassen, weil ich ihn betrogen habe. Elfi, hallo. Möchtest du ihn denn zurück? Ja, auf jeden Fall. Wo und wie hast du ihn kennengelernt? Hier durch die Sendung. Bei uns in der Sendung. Ja. Du hast zu Hause vom Fernseher gesessen oder hier im Publikum? Nein, ich habe zu Hause vom Fernseher gesessen. Genau. Wen du kennengelernt hast, das schauen wir uns mal ganz kurz an. Er heißt Björn, ne? Gut. Hallo, ich bin der Björn und ich suche eine Frau, die keine Angst vor großen Männern hat. Ich bin kein Adonis-Typ. Mhm. Hab halt mehr an der Rippen. Ja? Ja, aber ich meine, ich habe auch ein großes Herz. Hattest du denn schon mal eine Freundin? Nee, noch nicht. Noch nie? Nee. Ja.
sein Herz an dich verloren und du an ihn. Das heißt, du warst seine erste Freundin. Ja. Was war los, Elfi, dass du das Ganze riskiert hast? Erstmal, ich war ja eine Woche bei ihm unten in Aachen. Und erstmal danach hat er absolut keine Zeit für mich gehabt, ist absolut nicht mehr hochgekommen. Wir haben zwar jeden Tag zigtausend Mal telefoniert, aber erstmal, der ist dann einfach nicht gekommen. Ne? Und ihm war die Arbeit und alles andere wichtiger. Was glaubst du denn, woran das lief? Warst du zu dem Zeitpunkt noch richtig verliebt in ihn? Ja, bin ich immer noch. Aber wenn man verliebt ist, dann geht man doch nicht fremd. Björn, du krempelst die Arme hoch. Du würdigst sie keines Blickes. Hat sie eine Chance? Nee. Komm. Absolut nicht. Nein. Komm. Erklär das mir und dem Publikum. Ja, wer zweimal fremd geht oder was? Also da kann ich nichts mehr drauf geben oder was wollen. Ja. Es ist ja so gewesen, du warst ja bei mir in der Sendung und Elfi hat sich daraufhin gemeldet. Warst du richtig verliebt oder bist du noch richtig verliebt in sie? Nee, jetzt nicht mehr. Ehrlich nicht? Nee. Also das hat wirklich von einer Sekunde auf die andere alle Gefühle getötet? Ja. Mhm. Warum hat jemand keine weitere Chance verdient? Weil ich dazu sehe, wer zweimal fremd geht, der braucht mir also nicht mal unter die Augen zu kommen. Aha. Also da bin ich strikt. Das ist meine Meinung und da gibt es auch keinen Weg, die zu ändern. Man erlebt ja bei uns ja immer wieder Überraschungen und dabei habe ich ja schon so viel gesehen und Sie natürlich auch. Und eigentlich hätte ich ja auch gedacht, es kann nicht noch schlimmer kommen. Aber es gibt doch immer wieder Beiträge, da ist man einfach von den Socken. So wie dieser hier bei Sabrina. Arno, schön dich zu sehen. Hallo. Wer ist denn der oder diejenige, wo die letzte Chance jetzt fällig ist? Das ist mein Sohn Boris. Ja. Jetzt, dass der Vater seinem Sohn eine letzte Chance gibt, ist ja recht ungewöhnlich. Muss einiges passiert sein. Kannst du ein bisschen was erzählen? Da ist einiges passiert. Und zwar, ich bin geschieden und vor 2 Jahren hat meine Ex-Frau angerufen und hat zu mir gesagt, sie bringt den im Heim. Sie käme mit dem nicht mehr klar. Ja. Da habe ich den vor 2 Jahren aufgenommen und seitdem geht das ein hoch, ein runter. Also Arbeit gleich null, ist jetzt 18 Jahre. Hat er Schule fertig gemacht? Die Schule hat er fertig gemacht, 10. Schuljahr, aber seitdem gar nichts, ne? Was macht er denn den ganzen Tag? Rumhängen. Das ist nicht nur deswegen, das ist auch hier vom Gericht, da kommen regelmäßig Briefe vom Gericht, da ist wieder Verhandlung wegen schwerer Körperverletzung, Landesfriedensbruch und, ne? Ja, was macht er denn da ständig? Ja, ich sag, die Clique, wo der mit zusammenhängt, die gehen heute raus, die sagen auf einmal, die hätten heute eine Fete und nach einer Woche ruft er an und ist in Berlin oder ist in München. Ja, das ist so. Ja, die prügeln sich durch die Gegend, oder die wie? Die prügeln sich durch die Gegend, auf dem Fußballplatz oder auch woanders? Auf dem Fußballplatz, am Fußballplatz, je nachdem, wo die ihre Gegner finden. Ne? Also dein Sohn ist, man muss das so sagen, ist ein Hooligan. Ja, richtig. Entweder ändert er sich, dass jetzt bemüht wird wegen Arbeit und so weiter, oder ich ziehe alleine um. Da muss er gucken, wo er bleibt, ne? Boris, denkst du denn, du hast eine letzte Chance verdient? Keine Ahnung. Ja, du musst es doch wissen, oder? Ich meine, besteht eine Möglichkeit, dass du dein Leben, wie du es jetzt führst, änderst? Na, ganz ändern nicht. Dann beschreib uns doch ein bisschen. Wie sieht denn dein Alltag so aus? Mein Alltag? Mhm. Ja. Ich schlafe, stehe auf, mach mich fertig. Wann stehst du auf? Unterschiedlich. Meistens mittags. 12 oder so? Ja. Ja. Kann passieren. Und was passiert dann am Nachmittag? Trinken. Du bist ein Hooligan, stimmt es? Ja, kann man sagen, ne? Bist du da stolz drauf? Ja. Kannst du mir erklären, warum? Ja, ich sag mal so, das ist ja nicht so, dass ich Leuten Schaden zufüge, die es nicht wollen. Ach, die Leute wollen eins aufs Maul, oder wie? Ja, eigentlich will ich ja arbeiten gehen. Echt? Ja, was ja. Hast du denn schon dafür getan, um einen Job zu kriegen? Ja, einiges, ne? Ja, was denn? Aber ich habe mich drum bemüht, so. Eine Bewerbung schon losgeschickt? Nein. Bewerbung habe ich mehr losgeschickt. Dieses Jahr habe ich mich nicht um eine Lehrstelle bekümmert, da wollte ich einen festen Job haben. Also sind ja auch erst 4 Monate vergangen. Hast du noch ein bisschen Zeit, um dich zu bemühen? Ja, jetzt. Aber was ich haben wollte, so, das war schon weg. Was wolltest du denn haben? Ich wollte Verkäufer machen.
Mhm. Ja. Verkäufer für was? Egal? Ja, bei Aldi wollte ich machen. Also hör auf das, was dein Vater sagt und versuch's jetzt eben wirklich einen Absprung zu schaffen. Ich weiß, es ist schwierig, wenn man eben Freunde hat, die jetzt alle sich in dem Kreis bewegen, aber versuch von denen vielleicht auch ein bisschen Abstand zu halten, weil auf die Art und Weise landest du früher später im Knast oder im Krankenhaus. Oder jemand, den du verprügelt hast, landet mit einer wirklich schweren Verletzung im Krankenhaus. Und dann bemühe dich lieber nochmal um eine Lehrstelle. Und ich glaube, dein Vater wird dir dabei sicher behilflich sein. Auf jeden Fall. Und versuch sein Leben in den Griff zu kriegen, ja? Okay, danke. So, jetzt kommen wir zu Sascha. Auch er will eine Entscheidung, und zwar von seiner Nochfrau Jennifer. Ja, sie soll ihm erlauben, dass er seine Kinder wieder sehen darf. Und das ist kein leichtes Thema, aber in der Familie scheint so einiges nicht so leicht zu sein. Sascha, grüß dich. Du forderst von jemandem eine Entscheidung, ne? Ja, von meiner Nochfrau. Ja, auf jeden Fall. Erklär doch mal, warum ist die Ehe in die Brüche gegangen? Ja, das ging die letzten zwei Jahre, also sagen wir mal so, ich bin 4 Jahre mit der Frau zusammen gewesen. Die letzten 3 Jahre war ich davon verheiratet. 2 Kinder, also beides Mädchen. Die älteste ist jetzt 3, jüngste 1 Jahr. Die letzten 2 Jahre ging alles den Bach runter. Ja, dann habe ich jemanden anders kennengelernt. Habe daraufhin halt die Beziehung beendet, habe sie in Freundschaft versucht. Ging auch eine ganze Zeit lang gut. Ja, und dann schießt, also durch ihre Familie wird dann ein Bock nach dem anderen geschossen. Ich kann meine Kinder nicht sehen, gar nichts. Nee, wir müssen uns hier. Jennifer, was ist los? Du hast gehört, was passiert ist? Ja, der ist ein ganz großer Lügner. Der hat mich 4 Jahre lang, hat er mich nur geschlagen. Und deswegen ist auch die Ehe kaputt gegangen. Ja, was laber nicht so eine Scheiße, Sascha. Das ist die Wahrheit. Du bist doch bescheuert, bist du doch. Das, was du für mich erzählt hast, habe ich hier schwarz auf weiß in der Hand. In ja, was ich für mich erzählt habe. Ne? Wer nimmt denn hier die Scheißdrogen? Wer hat seine Kinder verhauen? Hä? Was habe ich? Wer hat seine Kinder geschlagen, Sascha? Weißt du was? Lass sie untersuchen. Ja, in der Ballerburg, da gehörst du hin, hör mal. Ja, komm. Weißt du, so eine Frau wie dich, hör mal, hätte ich damals mal auf meine Mutter gehört, hätte ich dich... weiß ich nicht. Du bist unnormal, bist du. Ja, sicher. Komm. Lass dich untersuchen, echt. Ja, das... Ja. Hat er dich geschlagen, Jennifer? Ja. Ja, und dafür habe ich Zeugen. Mit dem Schlagen, räum ich ein, stimmt. Siehst du? 3 Backpfeifen. 3 Backpfeifen? In eine Backpfeife. Was? Ne? Sascha, das ist überhaupt nicht wahr. Erstens mal, ich habe dich nicht betrogen, Sascha, sondern ich habe Schluss gemacht. Wenn du das als Betrügen nennst, ne? Dann tust du mir aber ganz schön leid. Schade, dass die Leute nicht hier sind. Die haben das nämlich bestätigt. Ja, sicher. Jennifer, was ist jetzt konkret mit den Kindern? Darf er sie sehen oder nicht? Weil du hast gesagt, er schlägt die Kinder und deswegen darf er sie nicht sehen. Nee, jetzt nicht mehr. Er kann das gerne einklagen. Das kannst du meinetwegen einklagen, Sascha. Ich habe aber bessere Karten. Du hast die Kinder grün und blau geschlagen, Sascha. Ja? Du warst das. Ja? Nicht ich war das. Pass mal auf, laber nicht so einen Scheiß. Ich laber keinen Scheiß. Wer hat die Sonne geschüttelt, hä? Bist du bescheuert oder was? Hör mal. Sascha, jetzt pass mal auf, was du sagst. Jetzt pass auf. Ganz genau auf, was du sagst. Jetzt ist Schluss, Sascha. Jetzt ist Schluss, Sascha. Bleib sachlich. Jetzt ist Feierabend. Weißt du, du bist doch der größte A***. Komm mal kurz, wir gehen auf das Sofa, mal rüber. So. Haben wir keinen Arzt heute dabei? Ja. Du bist ein verlogenes Kind. Was willst du von mir? Komm. Hau ab, wir setzen uns hier hin. So. Ganz ruhig, meine Damen. Setz dich hin, du bleibst sitzen, ich bin den hier. Jeden Tag haben die Kinder, beziehungsweise die Große, die Sammy, hat bei mir nach Essen gebettelt. Ja, die hat gesagt, ich habe Hunger, Essen, wo ich ihnen Käse gegeben habe und sowas alles, ne? Weil sie bei dir zu Hause nichts zu fressen gekriegt hat. Was? 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 Dann komm mal zu mir nach Hause und guck dir mal meinen Kühlschrank an. Ach ja. Ja, guck dir mal meinen Kühlschrank an. Mach mal deinen auf. Vor Ankündigung kann man zu dir kommen. Da ist alles die Gelegenheit. Wieso mit Vorankündigung? Was war denn damit? Was war denn mit, wieso mit Vorankündigung? Pass mal auf, wenn mein Mann die ganze Zeit mein Kind in ihr Kinderzimmer einsperrt und das mein Kind, dann... Sollen wir den Andreas mal fragen? Schade, dass der nicht da ist immer. Der könnte dir was ganz anderes sagen. Das ist einfach nur eine Lachfigur, echt, ey. Du bist arm. Was bist du denn? Wie denkst du? Du bist einfach dumm. Warum hat denn dein Vater und die Tina versucht, dir die ganz Kleine wegzunehmen? Die haben sie mir nicht versucht wegzunehmen. Nein, du musstest mit den Bullen heraus. Nein, die haben sie mir nicht versucht wegzunehmen. Erzähl mal, wegen dir musste ich ins Frauenhaus, Sascha. Wegen dir, weil du mich andauernd geschlagen hast. Laber nicht so ein Scheiß. Laber nicht so ein Scheiß, das Frauenhaus hat dort aufgenommen.
Das Einzige, wo ich immer große Ohren kriege, und ich kann es gerne mal wiederholen, ist, wenn ich höre, dass Kinder geschlagen werden. Ja, was ihr so verdammte Scheiß nochmal mit eurem Leben macht, ist mir egoistisch gesagt wirklich scheißegal. Wenn ich noch einmal höre, dass diese Kinder irgendwie von dir oder von dir geprügelt oder geschüttelt wurden, dann bin ich als Privatmann da und dann werde ich gerichtliche Schritte einleiten gegen euch. Glauben Sie eigentlich an Horoskope? Ja, viele behaupten ja von sich, dass sie es natürlich nicht tun und lesen dann trotzdem heimlich jedes. Aber wer weiß, ich meine, vielleicht hilft es ja doch bei der einen oder anderen schwierigen Entscheidung. Ja, aber glauben Sie eigentlich an Märchen? Na, nun höre ich Sie endgültig sagen, nee, aber seien Sie mal nicht zu voreilig. Ein kleines Märchen wird jetzt wahr und unsere Helden sind Marc und Tanja. Hey Marc, grüß dich. Hallo. Warum bist du heute bei mir? Weil ich eine Entscheidung haben möchte für meine Freundin. Wie lange seid ihr schon zusammen? Ein Jahr. Ist das über ein Jahr? Wie heißt sie? Tanja. Also über ein Jahr mit Tanja zusammen. Und was für eine Entscheidung möchtest du jetzt? Ich möchte heute deinen Heiratsantrag stellen. Ja. Und ich wünsche mir natürlich das Jahr. Ja. Das Problem ist, ich kann nicht so gut tanzen. Ich habe praktisch nur meinen Tanzkurs, dann Standard weg und mehr nicht. Und sie tanzt unheimlich gerne und unheimlich gut. Und immer wenn sie mit jemandem tanzen tut, dann macht sie mich richtig scharf, sag ich mal so. Schmeißt sich da total ran und genießt es, wenn ich dabei eifersüchtig werde. Darum machen wir jetzt was? Tja, wir versuchen sie eifersüchtig zu machen. Wie machen wir das? Wir bringen ein hübsches Mädchen her und da sage ich, ich habe mich auf Schlag in diese neue Frau da verliebt. Hallo Tanja, grüß dich. Hallo. Weißt du, warum du heute hier bist? Nein. Thema der Sendung, kennst du? Nein, auch nicht. Es handelt sich um ein Thema, das da lautet Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Ich habe mich verliebt in eine Frau. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und ich möchte dir gerne vorstellen. Caroline. Hi, Olli. Liebe auf den ersten Blick, sowas kann passieren. Leider kann man sowas nicht kontrollieren, weil Marc hätte ganz sicher sich was anderes gewünscht in dem Augenblick. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns im Fitnessstudio kennengelernt. An der Bar eigentlich, da hat er mich angesprochen. Was hat dir besonders gut an ihr gefallen, Marc? Ihre Art zum Trainieren, die Figur. Ja, aber deine Freundin hat auch eine tolle Figur. Sicher, nichts einzuwenden. Wo sie sehe ich jetzt auch fast jeden Tag, weil ich viermal die Woche zum Studio gehe. Hast du da irgendwas von gemerkt in der letzten Zeit, Tanja? Nein. Was denkst du gerade? Dass das alles Blödsinn ist. Was alles Blödsinn? Was er erzählt. Dass das nicht stimmt oder dass er ein Richtig. Idiot ist? Warum soll das nicht stimmen? Weil ich ein anderes Gefühl hatte. Marc möchte dir ganz gerne noch etwas sagen. Was? Du bist meine Traumfrau. Du bist meine Liebe. Ich liebe dich so sehr. Ich habe dich gesehen und es war Liebe auf den ersten Blick. Was? Ich möchte dich auf Händen tragen und mit dir alt werden. Ich liebe dich so sehr. Ich möchte dich hier fragen, vor allen Leuten. Möchtest du mich heiraten? Ja. Stimmt. Tja, wer wünscht sich das nicht, eine glückliche Partnerschaft? Ja, aber mal ganz ehrlich, oft klappt es damit ja auch nicht so gut. Aber woran liegt das bloß? Ja, leider gibt es da ja überhaupt gar kein Patentrezept, aber immerhin einige Grundregeln. Zum Beispiel gemeinsame Interessen. Ja, die helfen schon. Und da sind wir doch schon wieder bei unserer lieben kleinen Familiensendung hier. Ja, voll total. Schauen Männer und Frauen gern. Also zugucken und sich lieb haben. Und streiten tun sich bei uns ja auch ganz andere. Das sind wirklich schwierige Entscheidungen hier und hinter den Kulissen wartet jetzt Ingo darauf, dass er rauskommen kann. Er hat sich in ein Mädchen verliebt, auch sie hat einen Freund, aber er denkt sich, sie wird sich von ihm trennen. Was ihn also hoffnungsfroh stimmt, fragen wir ihn mal. Herzlich willkommen, Ingo. Wusstest du, dass es deinen anderen auch gibt? Hat es mir erzählt gehabt, ja. Und am Anfang hat es mich eben überhaupt nicht gestört, weil wir wohnen so nah, wohnen wir auch nicht aneinander.
Aber mittlerweile sehen wir uns ja dann eben auch. Und wenn wir bei Anja sind, dann regt mich das schon auf, wenn ihre Mutter ist ziemlich nett und dann darf ich sie eben nicht küssen, dann darf sie nicht umarmen. Wir sitzen immer 4 Meter auseinander. Ich muss abends anrufen und fragen, ey Anja, hast du heute Abend Zeit oder ist Magic da? Und es geht mir echt auf die Nerven. Ist auch nicht so wichtig, dass sie Schluss macht. Also Hauptsache, ich darf eben mich offiziell mit Anja sehen lassen. Wenn eben Magic eben noch da ist, dann, naja. So eine Dreierkonstellation fändst du gar nicht so wild. Nein, ich möchte nicht mit ihm in einem Bett liegen, aber sonst. Ja, dann fragen wir mal einfach Anja, ne, ob sie das könnte. Ob sie sagt, na gut, wenn ich mich jetzt nicht von Magic trennen kann, dann machen wir es einfach zweigleisig. Anja, ist nicht langsam ein bisschen anstrengend? Handtaschen, die nach oben gehalten werden, geheime Telefonabsprachen, die Mama sitzt dazwischen auf der Couch. Was hältst du von der Situation? Ja, es ist schon schwierig. Also ich meine, einerseits, ich würde es gern beiden sagen, also sowas nicht. Aber andererseits, ich will ihn nicht verletzen, ich will ihn auch nicht verletzen. Also Maciek will ich auch nicht verletzen. Maciek, herzlich willkommen. Hallo. Bist du ein bisschen überrascht, dass der Ingo auch noch hier sitzt? Ja, hallo Ingo. Hallo, hallo. Die Anja schleppt schon eine ganze Weile eine Geschichte mit sich herum, die sie irgendwie nicht so richtig loswerden konnte. Und sie dachte einfach, sie nimmt ihren Mut zusammen und sagt es eben heute. Ja. Anja, jetzt habe ich versucht, dir so ein bisschen Dankeschön. Den Weg zu bahnen. Hör zu. Du kennst Ingo. Es ist so, ich habe Ingo vor einer ganzen Weile kennengelernt und ja, wir haben uns halt verliebt. Es ist echt nicht so, dass ich dich jetzt nicht lieben würde oder so, aber Du bist eine Dusche. Na, das ist dann nicht. Okay. Also ich liebe dich immer noch, das ist wirklich nicht so, aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Also, es ist halt Fakt, dass ich jetzt ja auch mit Ingo zusammen bin, sozusagen. Alles klar. Wie lange schon? Seit dem 5.5. Alles klar. So lange schon. Mhm. Wir haben vorher von Ingo gehört, er könnte sich vorstellen, in der Zeit, in der Anja noch nicht von den Gefühlen her weiß, sie ist hin und her gerissen, was soll sie machen, dass sie es einfach zweigleisig macht. Ist das was, wo du sagst, bah, ohne mich? Oder sagst du, gut, ich liebe sie so sehr, wenn es eine Zeit lang erstmal sein muss, ich kämpfe um sie? Nee, was soll ich denn, was für ein Quatsch? Da geht sie zu ihm knallen und dann kommt sie nachher zu mir oder was? Nee, das ist nicht cool. Wollt ihr, dass Anja sich jetzt entscheidet? Nee, im Großen und Ganzen schon, ja. Und du, Maciek? Naja, also. Also, Anja? Kriege ich da irgendwie Bedenkzeit oder sowas? Ich zähle bis 10 innerlich. Schön. Okay. Ja? Dazu. Tut mir leid. Alles klar. Tja, ich weiß nicht, soll ich oder soll ich nicht, vielleicht eventuell mal sehen. Schauen wir mal, wird Kaiser Franz jetzt sagen. Und ich sag Ihnen, kein Wenn und Aber, Sie sollen. Und zwar nächstes Mal wieder den Fernseher einschalten, wenn wir wieder da sind. Ich freue mich schon. Bis dann. Machen Sie es gut. Du bist der neue Freund. Mhm. Was sagst du dazu? Also ich muss mal so sagen, ich kann da momentan gar nicht so viel zu sagen, weil wir sind gerade jetzt mal 5 Tage zusammen. Also, noch ganz frisch eigentlich.